Jo, ich bin's wieder, Raffi von Gorilla, beim nächsten Tutorial. Heute zeige ich euch die Munchmill. Also, für Munchmill ganz wichtig, dass ihr Windmühle davor könnt, weil die Bewegung ist genau gleich, nur mit Beine zu bei Munchmill und bei Windmühle eben mit Beine offen. Eine gute Vorübung für Munchmill ist einfach, ihr geht so auf den Kopf und versucht mit eurem Arm reinzuziehen und eure Beine gleichzeitig zu schließen. Also so quasi, wie ein bisschen in den Backspin rein. So, dann versucht ihr wieder von dieser geschlossenen Position aufzugehen und wieder auf den Kopf zu kommen. Das sieht dann so aus, ihr geht rein und kommt wieder auf den Kopf. Wieder rein, wieder auf den Kopf. Der nächste Schritt bei Munchmill ist genau die gleiche Übung, nur dass ihr jetzt versucht, nicht mehr mit dem Bein aufzusetzen nach jeder Runde, sondern ihr versucht einfach weiterzumachen, diese Bewegung immer weiterzumachen, so oft wie ihr könnt. Das heißt, ihr versucht erstmal zweimal, ihr geht auf den Kopf, macht das gleiche nochmal, mit den Händen reinziehen, Beine zu, 1, 2, und wenn ihr das gut könnt, dann versucht ihr 3, 4 Mal. Wenn das gut geklappt hat, könnt ihr die Munchmill auch mal von oben versuchen. Wenn ihr den Eingang von oben macht, habt ihr generell viel mehr Schwung. Das heißt, die Munchmill fällt leichter, aber man muss es schon noch ein bisschen üben, aus dem Eingang genau in diese Bewegung reinzukommen. Also von oben ist es so, ihr macht den Ausfallschritt wie eine Windmühle, setzt die Hand auf, das rechte Bein zieht nach hinten und das linke Bein zieht nach. So. Das ist quasi der normale Eingang. Dann versucht ihr während dem Eingang eure Beine zu schließen. Das heißt, ihr macht den Eingang, Beine auf, Hand, Beine zu, so wechseln. Wenn ihr das geschafft habt, genau das gleiche nochmal. Nur jetzt versuchen, in diese Munchmill reinzukommen und immer mit den Füßen, mit der Hüfte euch abzustoßen und über den Kopf zu rollen. Wieder Ausfallschritt. Hand vor, Beine zu und Munchmill. Das war alles von mir zu Munchmill. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wie ihr wisst, das kommt nicht von einem Tag auf den anderen. Ihr müsst es wirklich eine Weile lang üben, dranbleiben, fleißig trainieren. Haut rein, wir sehen uns. Peace.